Wir haben viel debattiert, Kompromisse gefunden, aber auch Differenzen aufgezeigt. Wir haben über die beiden Gesetzentwürfe abgestimmt, also einmal über die allgemeine Dienstpflicht und einmal über die anonymisierten Bewerbungen. Dazu haben wir uns halt in diesen Ausschüssen versammelt, um halt darüber zu tagen. Also ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, besonders in den Ausschüssen. Natürlich hat man immer ganz unterschiedliche Meinungen, aber eben diese Zusammenarbeit, zusammen zu einem Entschluss zu kommen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das gewünschte Ergebnis war es jetzt nicht so ganz. Wir sind zufrieden, dass es jetzt im Großen und Ganzen geklappt hat und wollen uns nicht querstellen. Wenn wir eine allgemeine Dienstpflicht, so wie sie jetzt hier vor uns liegt, befürworten, dann stärken wir unsere Sozialberufe. Dann wird nun die Abstimmung folgen. Damit ist dieser Gesetzentwurf angenommen. Nun kommen wir zur anonymen Bewerbung. Deshalb stimmen wir dem Gesetzentwurf grundsätzlich zu. Und hiermit wird das Gesetz angenommen. Ich war ein bisschen im Zwiespalt, weil wir als CSU, wir waren da eher dagegen. Und deshalb war es immer sehr ein solides Hin und Her. Ich fand es aber auch sehr hilfreich, weil man auch mal sieht oder besser nachvollziehen kann, dass es in Politik meistens darum geht, dass man halt eher Kompromisse findet, als dann doch seine eigene Meinung durchzubringen. Und wir haben außerdem aber auch erlebt, wie schnell man den gemeinsamen Nenner finden kann und auch sich auf einen Kompromiss einigen kann. Applaus